Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich nach der Kaffeepause begrüßen. Firma Aschauer, IT und Business, mein Name ist Thomas Fritz Schröder und wir wollen Ihnen heute ein sehr, sehr spannendes Projekt aus der Stadt Wien vorstellen, nämlich die Digitalisierung der Baueinrichtung. Wenn ich wir sage, dann ist es nicht nur Aschauer IT und Business, sondern ein ganzes Konsortium, das schon seit längerer Zeit an diesem Projekt arbeitet. Man findet es auch im Internet, kann sich gerne dort anschauen. BRISE steht für Building Regulation for Submission Involvement, ist ein EU-gefördertes Projekt, wo es darum geht, wie kann eine Stadt als öffentliche Verwaltung ihre Prozesse digitalisieren, und man hat sich immer einen sehr spannenden Prozess herausgenommen, die Baueinreichung. Die wenigsten wissen, dass es in der Stadt Wien jedes Jahr 13.000 Baueinreichungen gibt, und das ist ein Potenzial, das man hier sehr gut digitalisieren kann und wo auch Sinn macht, aus verschiedenen Gründen, auf die ich dann noch gerne ein bisschen später eingehe, Digitalisierungsmethoden und auch Prozesse anzuwenden. Aber vielleicht noch einen Schritt zurück, Aschauer IT und Business, ich habe schon kurz erwähnt. Wir sind ein österreichisches Unternehmen, das sich mit Digitalisierung beschäftigt, sind aber weniger aus der Beratung kommen, sondern mehr in der Umsetzung tätig und machen dort von Business-Analyse, Requirements-Engineering bis hin zu digitalen Innovationsprozessen, aber genauso auch dann die Umsetzung in Software. Das heißt, wir haben auch Leute, die nicht nur Software entwickeln können, sondern auch grafisch darstellen, visualisieren. Und das werden Sie vielleicht dann auch ein bisschen später merken, wenn wir unsere Dinge hier präsentieren und Ihnen kurz BRISE vorstellen, wie wir hier vorgehen und was die ganzen Dinge sind. So, jetzt vielleicht ein bisschen an den Start zurück. BRISE. Ja. Ganz am Anfang, und das war sozusagen auch der Auftrag an uns, wir sind hier für ein Work Package zuständig, oder jetzt inzwischen sogar schon für zwei Work Packages zuständig. Und die Stadt Wien hat hier sehr, sehr klare Vorstellungen gehabt. Ja. Das heißt, nicht nur zu sagen, wir wollen digitalisieren, sondern was hat das für Potenziale für die öffentliche Verwaltung, sprich die Stadt, aber natürlich auch für den Bürger und gerade bei der Baueinreichung darf man das auf gar keinen Fall irgendwie vergessen. Das ganze Thema der anderen Stakeholder. Es sind die Architekten involviert, es ist die Ziviltechnikerkammer involviert, die alle in diesem Projekt mitgewirkt haben, und natürlich auch die technologische Komponente. Also wir haben ja mit der TU gemeinsam in diesem Forschungsprojekt gearbeitet, die hier die ganzen technologischen Know-how einbringen. Es gibt hier verschiedene Dinge, die eingesetzt werden sollen, um die Digitalisierung wirklich dann auch in der Realität umzusetzen. Es gibt den Begriff BIM, Building Information Modeling, wo es darum geht, ganze Gebäude bis hin zu ganzen Stadtteilen oder Gebäudekomplexen elektronisch abzubilden, digital abzubilden. Das heißt, an allen Informationen, man muss sich das so vorstellen wie einen CAD-Plan, aber natürlich viel reicher mit Informationen bis hinunter zu den Werkstoffen, bis hinein zu, wie spielen die Gebäude statisch zusammen, aber auch Wärme, Energie etc. Und natürlich auch über den Einsatz von künstlicher Intelligenz hier einige Prozesse effizienter zu gestalten, also künstliche Intelligenz ist immer so ein böses Wort und viele Leute haben auch Angst davor. Im Endeffekt sind es Algorithmen, die Menschen unterstützen in ihrer täglichen Arbeit, um hier einfacher voranzugehen. Und es gibt viele Dinge, die können einfach Algorithmen und Computer besser als der Mensch. Und hier sollen die Mitarbeiter der Stadt Wien, in dem Fall hauptsächlich das MA37, die Baupolizei, dabei unterstützt werden, hier effizienter vorzugehen und natürlich auch viele Dinge, die immer wieder repetitiv notwendig sind, zu machen. Was sind jetzt die Ziele, die ganz am Anfang gestartet sind? Wir haben das hier versucht, in fünf Zielkomplexen oder Lösungsfeldern zusammenzufassen. Das erste ist ganz klar, die Effizienz zu steigern. Man kann sich vielleicht vorstellen, 13.000 Baueinreichungen pro Jahr. Und man muss sich eine zweite Dimension noch überlegen. Die Baueinreichung geht ja von, ich baue mein Badezimmer um, bis hin zur, im größten Fall, Seestadt-Asbahn, ganze Stadtentwicklungsgebiete. Das heißt, wir haben hier auch sehr unterschiedliche Arten von Baueinreichungen. Aber ganz klar, das erste Ziel war, die Effizienz zu steigern. Und zwar die Effizienz intern. Das Magistrat hat hier natürlich einige Prüfungen
Prozesse zu machen, Bauernrechnungen in verschiedensten Dimensionen, in verschiedensten Stufen zu prüfen und zu schauen, was sind hier wirklich alle Informationen vorhanden, geht es vom Stadtbild, von der Statik her und von verschiedenen Einfachen. Und die Effizienz aber nicht nur im Magistrat zu steigern, sondern auch sozusagen nach außen und zu den Stakeholdern. Das zweite große Ziel war natürlich die Einfachheit fördern. Ja. Man kann hier den beliebten Ausdruck historisch gewachsen verwenden. Das heißt, viele der Dinge und Prozesse, die heute hier im Magistrat gelebt werden, sind einfach über die Zeit entstanden, sind komplexer geworden durch neue Dinge, zusätzliche Prüfroutinen, die eingebaut werden. Und jetzt versucht man auch über die Digitalisierung einen Schritt zurückzutreten und zu sagen, naja, was ist jetzt wirklich noch notwendig? Kann man verschiedene Prüfroutinen auch anders machen? Wie kann man Technologie einsetzen, um hier das Ganze auch einfacher zu machen? Einfacher für die Mitarbeiter im Magistrat, die tagtäglich damit konfrontiert sind, aber natürlich auch einfacher für den Einreicher, sprich den Bürger, den Architekten, den Ziviltechniker. Weiterer Punkt, hier an dritter Stelle, man könnte noch an erster Stelle setzen, ist natürlich das Thema Sicherheit steigern. Die Sicherheit jetzt nicht nur in dem, was gebaut wird, sondern auch im Prozess eine Sicherheit zu haben. Dass hier keine Fehler passieren, dass hier keine Dinge abgenommen oder geprüft werden, die einfach nicht funktionieren oder die dann Gefahren in der Stadt für verschiedenste Bereiche darstellen oder bieten. Aber es sollte auch, und das ist das Lösungsfeld Nummer 4, oder das Ziel Nummer 4, die Nachhaltigkeit gesteigert werden. Das heißt, es geht hier darum, auch Lösungen zu entwickeln, die nicht nur kurzfristig funktionieren und kurzfristig Verbesserungen herbeiführen, sondern auch über die Zeit wachsen. Natürlich kann man sich vorstellen, dass so ein komplexes Vorhaben auch nicht in ein paar Monaten abgehandelt wird. Das heißt, das ganze Forschungsprojekt ist hier auf 3 Jahre angelegt. Und in diesen 3 Jahren soll dann versucht werden, in welchen Bereichen Digitalisierung am besten in welcher Form eingesetzt werden kann. Und dann gibt es natürlich sozusagen bei allen Neuerungen, Innovationen und auch Digitalisierung ein ganz ein wichtiges Ziel zum Schluss, die Akzeptanz zu fördern. Das heißt, ist hier natürlich neben den Digitalisierungsschritten und den gezielten Technologieeinsatz auch notwendig, entsprechende Kommunikationsmaßnahmen parallel dazu zu entwerfen und dann auch umzusetzen, um das nicht nur bei den Stakeholdern, sondern natürlich auch in der Bevölkerung, also praktisch bei allen, die damit zu tun haben, entsprechend wissen, was hier anders wird, den Leuten auch ein bisschen die Angst vor Technologie und Digitalisierung zu nehmen und einfach zu sagen, das sind Prüfroutinen, die früher manuell abgehandelt werden, werden jetzt sozusagen weiterhin manuell gemacht, aber mit Technologie unterstützt. Im Endeffekt ist immer der Mensch, der die letzte Entscheidung trifft, wie was funktionieren kann oder nicht. Das ist so ein bisschen die Ausgangssituation gewesen und auch die ersten Schritte im Projekt natürlich, gemeinsam Ziele zu definieren und diese dann auch gemeinsam sich über die ganzen 3 Jahre als Rahmen zur Verfügung zu haben und das zu machen. Darf einen Schritt weitergehen. Die zweite große Ebene war natürlich der Ist-Prozess. Also man sieht hier ganz kurz, das ist ein Ausschnitt aus unserem Service-Design-Katalog, auf den ich dann ein bisschen später noch eingehe. Man sieht hier vielleicht ganz kurz, wie der Prozess ausgeschaut hat. Also es gibt halt irgendwo einen Eingang und eine Erstprüfung von Baueinreichungen. Wie gesagt, es gibt diese 3 Ebenen der Baueinreichung, von der sehr einfachen über eine mittelkomplexe bis zur sehr komplexen, wo man dann auch schon in der Stadtentwicklung ist. Und alle Bauvorhaben müssen natürlich den gleichen Prozess mehr oder weniger durchlaufen, auch wenn unterschiedliche Prüfroutinen und Prüfungen notwendig sind, weil ja die Komplexität auch anders ist. Aber sozusagen die Durchführung ist in der Mitte immer die beurteilten Ausnahmen, Verhandlungen zu führen, Kontaktaufnahme mit verschiedenen anderen Bereichen, die hier involviert sind, Stellungsnahmen abzugeben vom Magistrat, welche Informationen noch fehlen oder welche Dinge nach der Bauordnung nicht möglich sind. Aufforderungen, Erhebungen, also das ist in der Mitte, was man hier sieht, ein sehr komplexer Prozess, der heute mit sehr vielen persönlichen Sitzungen, Treffen der verschiedenen Stakeholder gemacht wird. Also man kann sich vorstellen, dieser Prozess mal 13.000 ergibt natürlich insgesamt ein ganz komplexes Umfeld. Die Frage ist, was man hier am einfachsten machen kann und wie man hier dann auch sozusagen bis hinten zur Erledigung inklusive der Vergebührung, die Stadt hebt ja dafür auch Gebühren ein, für diesen ganzen Prozess, zu machen. Also neben den Zielen, die Sie auf der vorigen Folie gesehen haben, hier sozusagen der Ist-Prozess, den wir beim Start gemacht haben.
Und dann nach dem Aufsetzen des Projektes, des Forschungsprojektes und auch der Bildung der einzelnen Teams, die hier arbeiten, ist man dann im ersten Schritt auf die Vision des Soll-Prozesses, des digitalen Prozesses der Zukunft gegangen. Vielleicht sehen Sie links nochmal ganz kurz die unterschiedlichen Einreichtypen, die es hier gibt. Ja, also es gibt die Bauanzeige-Kurzverfahren, das ist fürs einfache Bauvorhaben. Es gibt die vereinfachten Verfahren für mittelkomplexe und es gibt natürlich das Standardverfahren für sehr komplexe Vorhaben. Und man sieht vielleicht auch auf der rechten Seite die Anzahl der Einreichungen pro Verfahren. Das heißt also ca. 13.000 Einreichungen, die hier jedes Jahr durchgeführt werden. Und diesen Ist-Prozess, den Sie auf der vorigen Folie gesehen haben, hat man dann in einem ersten Schritt natürlich auch einmal in eine Zukunft projiziert und gesagt, wie kann das mit Unterstützung von Technologie in der Zukunft aussehen? Wie kann die Vision des digitalen Prozesses aussehen? In welchen einzelnen Prozessschritten kann ich sozusagen automatisieren, kann Technologie gezielt einsetzen, egal ob das jetzt künstliche Intelligenz, BIM, das ich vorhin schon erwähnt habe, ist oder andere Dinge. Wo brauche ich auch Schnittstellen, digitale Schnittstellen zu den einzelnen Stakeholdern, zum Bürger, zu den Architekten, wo die einzelnen Dinge eingeben können. Und hier ist sozusagen über die verschiedenen Dinge schon langsam eine Visionsbild der Zukunft entstanden, wo die verschiedensten Prozessschritte, wie die in Zukunft ausschauen können. Und so ist einmal in den ersten Schritten die Vision vom idealen Prozess entstanden. Wir haben gemerkt, aus diesem Projekt heraus, aber inzwischen auch in anderen Projekten, dass es mit der Vision und mit dem Soll-Prozess zu Beginn eine gute Vorgehensweise ist, um auch sozusagen den Leuten, die hier in diesem Projekt mitarbeiten und in den Workshops teilgenommen haben, die Zukunft ein bisschen vor Augen zu führen und ihnen auch ein großes Bild zu geben, naja, wo könnte es denn in Wirklichkeit hingehen und was sind die einzelnen Dinge, die hier interessant sind und wo Technologie eingesetzt werden kann. Man sieht ganz oben auch ganz kurz noch die einzelnen Stakeholdergruppen. Es gibt ganz vorne die Planverfasser, entweder der Bürger selbst, wenn er das kann, oder natürlich Architekten, Zivilingenieure oder andere, Ziviltechniker oder andere Personen. Es gibt dann sozusagen, wie sie ins System hineinkommen und danach hat man dann die Prüfungen von der Magistratsabteilung 37 von der Baupolizei. Was Sie hier noch sehen, ist ganz unten in grün dargestellt. Wir haben diese ganze System, das hier als Sollprozess in der digitalen Zukunft geplant ist, natürlich auch mit entsprechenden Use Cases unterfüttert und unterlegt. Also wir sind sehr früh hineingegangen, wie könnten zukünftige Use Cases ausschauen. Was besonders spannend war, war hier natürlich auch die klare Aussage der Magistratsabteilung, wir schauen uns den Prozess end-to-end an, den gesamten Prozess und schauen, wo hier end-to-end auch digitalisiert werden kann. Also es wurde von vornherein nichts ausgeschlossen, was ganz praktisch ist, weil man hier dann wirklich frei nachdenken kann. Und es wurden hier 11 verschiedene Use Cases abgebildet, die jetzt dann ausgearbeitet und weiter umgesetzt werden. Natürlich macht man das nicht, weil den Leuten langweilig ist, sondern es gibt seitens der Stadt, aber natürlich auch seitens der, die einreichen, sehr spannende Potenziale, die wir ermittelt haben. Wir haben so grob einmal geschaut, ganz am Anfang, wo wollen wir überhaupt hin, was soll überhaupt besser werden? Ich glaube, niemand digitalisiert aus reinem Jux oder Dollerei oder weil den Leuten langweilig ist, sondern es müssen hier auch ganz klare Optimierungspotenziale, die wir auch über das Projekt verfolgen und genau mit Erfolgsmesskennzahlen schauen, wie sich diese Potenziale in der Zukunft abbilden. Und wenn ich Technologie irgendwo einsetze, welche Auswirkungen hat das auf die einzelnen Bereiche, auf die Einreichungen, auf die Prozentzahlen, die verändert werden können? Wo kann ich über Technologieeinsatz sozusagen auch vernünftig schauen, wo einzelne Prüfverfahren nicht mehr notwendig sind oder anders notwendig sind oder kürzer dauern, um diese Potenziale zu erreichen. Ich glaube, das ist einer der Punkte, die wir auch gelernt haben in so sehr komplexen Digitalisierungsprojekten, dass es sehr wichtig ist, ganz am Anfang sich Erfolgsmesskennzahlen festzulegen und diese dann über das ganze Projekt auch zu verfolgen, um dann auch zu schauen, naja, wo werden wir hinkommen, wo werden wir landen und sind die Ziele, die wir uns am Anfang quantitativ mit den Potenzialen, aber auch qualitativ mit den, was Sie ganz am Anfang gesehen haben, mit den Lösungsfeldern und Zielrahmen gesetzt haben, sind die auch realistisch erreichbar und was kann man erreichen und was kann man nicht erreichen. Ich meine, auf der einen Seite ist hier natürlich klar die Anwendung
Und die Potenziale im Vordergrund auf der anderen Seite ist natürlich auch ein Forschungsprojekt. Das heißt, man hat auch ein bisschen Raum, hier neue Dinge auszuprobieren. Darf vielleicht noch eins weitergehen? Was haben wir hier in diesem Projekt gemacht? Also eine schöne Aussage vom Dienstleiter Stellvertreter von der EMA 37 war: erstmalig einen internen Verwaltungsprozess der Stadt Wien vollständig digitalisiert, gemeinsam mit allen Beteiligten. Das haben wir versucht, ein bisschen so zusammenzufassen. Ein Zitat, das der Dienstleiter Stellvertreter hier auch einmal offiziell gemacht hat. Zwei Dinge sind interessant: vollständig digitalisiert, ich habe schon kurz erwähnt, also diese End-to-End-Betrachtung, aber auch gemeinsam mit allen Beteiligten. Das heißt, das ist nicht nur die Außenwelt, die Wirtschaft, die hier was macht, oder die Stadt, die hier in sich geschlossen was macht, sondern gemeinsam Ziviltechniker, Kammer, Architekten mit der Stadt, aber auch mit der Magistratsabteilung Nummer 01, also mit der IT-Abteilung der Stadt Wien, gemeinsam hier in einem sehr heterogenen Team zu arbeiten und diese Dinge zu machen. Ja, wie gesagt, bis jetzt hat es halt Papierform gegeben und die Frage ist, wie kann das in Zukunft ausschauen und wie kann man neue Technologien, aber auch Methoden für die Digitalisierung einsetzen, um hier wirklich, was so als oberstes Ziel war, eine echte digitale Transformation umzusetzen. Es wird sehr viel gesprochen von digitaler Transformation, egal ob in der Wirtschaft, egal welche Branche oder im öffentlichen Bereich. Die Wirklichkeit schaut ein bisschen anders aus und dann in der Wirklichkeit diese Dinge auch umzusetzen, sodass sie von den einzelnen Stakeholdern, aber auch von den Bürgern angenommen werden. Das ist halt ein etwas steinigerer Weg, aber den werden wir hier gehen und da werden wir auch an das Ziel kommen. Ich habe schon ganz kurz gesagt, was war die Vorgehensweise grob? Es waren mal diese Zielsetzungen, die wir hier ganz am Anfang definiert haben, aber auch der Sollprozess und dann daraus 14, inzwischen sind schon drei mehr geworden als vorhin dargestellt, 11, 14 Use Cases geworden. Ganz wichtig ist, dass diese Use Cases sehr früh in einer Visualisierung dargestellt wurden, dass sich die Leute vorstellen könnten, wie kann das in Zukunft ausschauen, wie kann dieser kleine Teil des Sollprozesses in der Zukunft ausschauen und wie kann dieser Use Case so als großes Anwendungsszenario oder Anwendungsfeld aussehen und wie kann das in Zukunft gehen? Das ist ganz wichtig den Leuten hier auch, die beteiligt sind an diesem Projekt, aber dann später natürlich auch denen, die in der Baueinrechnung beteiligt sind, klare Bilder der Zukunft in die Hand zu geben, wo sie sehen, naja, wo geht denn das Ganze hin? Und wenn wir hier von diesen ganzen Technologien sprechen, Building Information Modeling, künstliche Intelligenz, Apps, andere Dinge etc., was heißt das dann in Wirklichkeit? Ja? Und wie werden die in der Realität eingesetzt? Der zweite wichtige Schritt, das ist fast an erster Stelle zu nennen, ist, dass es über das Ganze eine Story gibt. Also wir haben sehr früh angefangen, über den gesamten Prozess, über das gesamte Projekt eine Story zu spannen, die auch das für die Leute verständlich macht. Man muss sich vorstellen, in diesem Projekt, aber auch in diesen Workshops, die wir hier durchgeführt haben, sitzen sehr, sehr unterschiedliche Leute. Von Architekten bis hin zu Leuten, die aus der IT kommen, bis hin zu Leuten, die ganzen Dinge fachlich verstehen und fachlich bis jetzt gemacht haben. Und hier eine gemeinsame Story zu finden, aber auch eine gemeinsame Bild der Zukunft für alle zu finden, das ist kein einfacher Prozess, aber sehr, sehr wichtig am Anfang, um hier wirklich das Projekt dann entsprechend umzusetzen. Ja, also die Vorgehensweise war eigentlich relativ einfach. Also ich beziehe mich jetzt hauptsächlich auf den Teil, den wir hier machen dürften, das war das Workpackage 6. Wir haben angefangen, einmal das ganze Material zu sammeln. Was gibt es heute? Die einzelnen Schritte, Sie haben gesehen, dieser Prozess sieht zwar sehr einfach aus, aber in der Realität mit den unterschiedlichen Ausprägungen und Prüfverfahren, die es hier gibt, ist das insgesamt, die Baueinrechnung, schon ein relativ komplexes Prozess der öffentlichen Verwaltung. Wir haben mal angefangen, Material zu sammeln, haben dann mit sehr vielen Leuten aus den Fachbereichen, aus den IT-Bereichen, aber auch mit den externen Stakeholdern Interviews geführt, um einmal so eine Art Ist-Aufnahme zu machen, um auch diesen Ist-Prozess und die Ziele zu definieren, aber natürlich auch die Potenziale zu definieren. Hier ist im ersten Schritt ist dann die Vision vom idealen Prozess herausgekommen. Also das, was ich vorhin präsentiert habe, wie kann das dann in Zukunft ausschauen? Es hat dann, und das war einer der Schlüsselaktivitäten in diesem Gesamtprozess, im zweiten Schritt einen Tagesworkshop mit allen Beteiligten gegeben. Das war, glaube ich, die letzte Woche vor dem Corona-Shutdown. Also es war ein sehr spannender Prozess, weil damals auch die ersten Corona
Verdachtsfälle aufgekommen sind. Also die Stimmung war auf der einen Seite sehr gut, Aufbruch, aber auf der anderen Seite natürlich auch wegen Corona ein kleines bisschen überschattet. Hat aber stattgefunden, ist auch nichts passiert, hat auch gut stattgefunden. Wir haben das damals genannt, das Prise Bootcamp. Bootcamp, ein Ausdruck aus dem Militär, bewusst gewählt, weil man hier sehr aktiv gemeinsam auf Lösungen zugeht. Das ist kein reiner Kreativworkshop, das ist auch kein reiner sachlicher Workshop, sondern eine Mischform, wo man von der Vision der Zukunft dann auch auf die Umsetzung geht und gemeinsam ein gemeinsames Design entwickelt, wie kann so ein neuer Sollprozess ausschauen und die Dinge, die Sie ganz am Anfang gesehen haben, also die Lösungsfelder, die Zieldefinitionen, die Potenziale, die es gibt, aber natürlich auch dieser Sollprozess bis hin zu erste Ansätze von diesen 14 Use Cases, die sind alle in diesen Eintagsworkshops entstanden, ist auch ganz eine wichtige Sache, weil alle Beteiligten natürlich auf einen Fleck für längere Zeit zu bekommen, ist auch keine einfache Sache, bedarf auch einer entsprechenden Vorbereitung, sehr intensiven Vorbereitung, Briefing aller Beteiligten, dass dann in diesem Eintagesworkshop wirklich die richtigen und entscheidenden Dinge herauskommen und alle auch mit den Ergebnissen zufrieden sind. Ganz ein wichtiger Detail am Rande oder Sache aus dem Workshop, es ist dort noch so eine gemeinsame Aufbruchstimmung entstanden. Die Erwartungshaltungen, aber natürlich auch die Gefühle waren zu Beginn des Workshops natürlich gemischt. Es waren Leute drin, die sehr aktiv an das herangegangen sind. Es sind Leute, die natürlich auch Ängste oder irgendwelche anderen Probleme gesehen haben oder gehabt haben, ganz natürlich und menschlich. Und uns ist es aber gelungen, in diesem Workshop alle in Denken auf ein gemeinsames Ziel auszurichten und hier zu versuchen, auch ein gemeinsames Bild der Zukunft und ich habe es vorhin schon kurz erwähnt, diese gemeinsame Story zu bauen, dass sich alle in diesem Projekt und Prozess wiederfinden. Ja, und jetzt sind wir eigentlich mitten im dritten Schritt. Wir sind jetzt dabei, die Details zu erarbeiten. In einem Eintagesworkshop im Schritt 2 kann man natürlich das Ganze nur mal aufreißen, strukturieren und sozusagen auch versuchen, das große Bild zu bauen. Die große Arbeit liegt dann natürlich in den Details. Und da sind wir jetzt mittendrin mit den ganzen Fachbereichen, aber natürlich auch mit der Emanuel 1, mit der IT-Abteilung der Stadt Wien, Lösungen zu erarbeiten, wie diese neuen Technologien, die wir hier vorgesehen haben, konkret eingebunden werden. Weil auf eine PowerPoint-Folie zu schreiben, wir verwenden künstliche Intelligenz, ist die eine Sache und die andere Sache ist, wie detailliert kann künstliche Intelligenz, Algorithmen, die Mitarbeiter in diesen Prozessen unterstützen, um hier wirklich möglichst einen vernünftigen Einsatz zu haben und auch die Ziele, die man sich am Anfang gesetzt haben, zu erreichen. Im dritten Schritt entsteht jetzt sowas wie ein Service Design Katalog. Ein Service Design Katalog ist unsere Art, wie wir digitale Services darstellen und wie wir versuchen, sozusagen auch gemeinsam mit den Fachexperten und mit den IT-Experten zu arbeiten, wie können die Lösungen der Zukunft ausschauen. Ich komme dann ein bisschen später noch darauf zu sprechen, wie so ein Service-Design-Katalog ausschaut. Das hat sich auch in anderen Bereichen, egal ob wir Projekte im Bund machen mit der öffentlichen Verwaltung, aber auch wenn wir mit der Wirtschaft gemeinsam, also öffentliche Verwaltung und Wirtschaft gemeinsam in Digitalisierungsprojekten arbeiten, hat sich dieser Service-Design-Katalog als sehr nützliches Mittel herausgestellt, um Digitalisierungsprozesse, Projekte, Transformationen, die meistens komplexer Natur sind, zu treiben und gleichzeitig für alle natürlich auch greifbar oder verstehbar zu machen. Ja, und was jetzt entstanden sind, ich habe hier einmal eins herausgenommen, das ist der Use Case 3. Wir arbeiten hier sehr, sehr stark in diesem Service Design Katalog auch mit Stories und mit Personas, klassische Customer Journey Instrumente und Tools. Ganz wichtig ist, dass man sich die ganzen Dinge anschaut, wie, man sieht es in der Mitte ein bisschen, kann hier die IT-Abbildung sein, also man sieht hier ein Management-Cockpit, wo die unterschiedlichen Dinge dargestellt sind. Man sieht rechts unten, wie das im BIM, also im Building Information Model, in die Software entsprechend ausschauen kann oder ausschauen soll. Wir reden hier ja von Zukunftsbildern. Umgesetzt muss das in der nächsten Schritt erst werden. Also wir sind jetzt dort nochmal die ganzen Dinge zu definieren, festzuhalten. Wie das dann jetzt wirklich im Detail und in der Realität ausschaut, das wird dann der übernächste Schritt werden. Aber wichtig ist jetzt hier in diesem
Detail arbeiten im Service Design Katalog zu schauen, diese 14 Use Cases, wie schauen die dann konkret aus? Und wenn man die 14 Use Cases dann summiert, dann soll dieser gemeinsame Soll-Prozess entstehen. Und das ist dann eigentlich, wie die Baueinreichung in Zukunft digital funktionieren wird. Es wird natürlich nicht jeder Schritt digital sein, das macht auch gar keinen Sinn. Aber wichtig ist, im Gesamt-End-to-End durchzudenken und zu schauen, wo kann ich mit gezieltem Technologieeinsatz die besten Ergebnisse erzielen, wo ist der Mensch nach wie vor gefordert, gewisse Dinge zu überprüfen, wo kann die Technologie den Menschen unterstützen und auch, welche Dinge können vollautomatisch ablaufen. Es gibt viele Dinge, die heute in der öffentlichen Verwaltung durchgeführt werden, die mit Technologie statt dem Menschen viel einfacher sein kann. Man braucht sich nur vorstellen, das Zusammensammeln von Dokumenten, das Hochladen von Dokumenten. Früher ist halt das Papier abgegeben worden beim Sachbearbeiter. Heute kann man das über Portale, über andere elektronische, digitale Schnittstellen hochladen, einbringen und damit ersparen sich der Bürger Zeit hinzufahren, das Ganze abzugeben, zu diskutieren, aber natürlich auch der Sachbearbeiter oder der Fachexperte im Magistrat, diese Dinge einzusammeln, zu kontrollieren und natürlich auch dann entsprechend vorzubereiten auf den nächsten Prozessschritt. Und da setzen diese Digitalisierungsschritte von uns am besten ein. Wie diese Technologien und die Oberflächen und diese Dinge in Zukunft ausschauen, das sind wir hier sozusagen in einem Visualisierungsstadium. Das heißt, wir fangen an, gemeinsam mit den Fachexperten, gemeinsam mit den Digitalisierungsexperten, aber auch mit den IT-Experten hier zu schauen, wie können diese Oberflächen, wie können diese zukünftigen Technologien eingesetzt werden, was kriegt der User dann, wie muss die Usability sein, da geht es dann natürlich sehr, sehr, sehr stark ins Detail. Und dann auch zu sagen, wie kann konkret dieses eine kleine Prozessschritt für den User ausschauen? Und diese Dinge werden jetzt im Anschluss definiert. Und gleichzeitig, und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache, weil hier auch beschlossen wurde, das ganze Projekt agil aufzusetzen, sehr früh in Darstellungen in der Software hineinzugehen. Das heißt, man arbeitet hier sehr früh mit Mockups, dass die Leute auch was vorstellen können, dass die Leute auch sozusagen ihre Ideen von dem zukünftigen Prozess, von dem zukünftigen Prüfverfahren hier einbringen und dass man das dann beginnt, sehr früh natürlich auch in Software abzubilden. Ob das jetzt eine App ist, ob das jetzt ein Portal ist, ob das jetzt ein Algorithmus ist, das sei dahingestellt. Das muss man dann gemeinsam mit den Technologieexperten definieren, entwerfen und dann natürlich auch umsetzen. Wir haben halt gelernt, dass am besten hier die Zusammenarbeit von den verschiedenen unterschiedlichen Aspekten oder Sphären dann funktioniert, wenn man auch hier in agilen gemeinsamen Teams arbeitet, die diese Dinge umsetzen. Und so ist das Projekt auch aufgesetzt. Und jetzt wird ein Use Case nach dem anderen von unseren Experten gemeinsam mit der MA37, wo die Fachabteilungsexperten sitzen, aber auch mit der MA01, wo die IT-Experten sitzen und mit den externen Stakeholdern, sprich den Architekten, den Ziviltechnikern, die hier auch einreichen oder die Bürger unterstützen beim Einreichen, mit denen gemeinsam hier zu arbeiten, wie kann das ausschauen. Und das ist, glaube ich, in dem Projekt auch einer der kritischen Erfolgsfaktoren, was das Projekt auszeichnet, dass man hier sozusagen alle Beteiligten von Anfang an eingebunden hat und dann nicht irgendwann einmal später dazu holt und sagt, ja, an dem arbeiten wir gerade, was denkt ihr drüber, sondern dass man das gemeinsam entwickelt. Weil das ist ein großes Problem in der Digitalisierung, wenn nicht alle Beteiligten ein wirklich positives Bild, ein gemeinsames und eine gemeinsame Vision von der Zukunft haben, dann werden die partikulären Interessen die meisten Vorhaben zerreißen oder nicht erfolgreich ans Ende bringen. Wir gehen hier bewusst einen anderen Weg und versuchen hier bewusst, diese Dinge von Anfang an end-to-end und mit allen Beteiligten einzubinden. Und ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, dieses Projekt erfolgreich umzusetzen. Und jetzt geht es darum, die nächsten Schritte im Detail zu machen. Natürlich ist so ein Eintages-Workshop, so ein Riese-Bootcamp spannender, lustiger als jetzt die Detailarbeit. Aber beides ist notwendig, wenn wir dann am Ende erfolgreich sein wollen und das Ganze auch erfolgreich über die Ziellinie zu bringen. Ja, und wo wir jetzt stehen, ist sozusagen der Service-Design-Katalog. Normalerweise ist das ein Dokument. Wir haben hier mit zwei Arten von Dokumenten oder zwei Dokumententypen gearbeitet. Das eine ist eine Art Visionsdokument, wo wir von den Zielen, von dem idealen Soll-Prozess, von Visualisierungen, wie kann das ausschauen, in diesem
ja, ich glaube, es ist an die 50, 60 Seiten dickes Papier, definiert, gemeinsam erarbeitet und auch dann auch visualisiert und vorgelagert und ausgearbeitet haben. Und die zweite ist ein wirklicher Service-Design-Katalog, wo man sitzt da in der Mitte ein bisschen, Workflows abgebildet werden und dann geschaut werden, im nächsten Schritt geschaut wird, na, wie kann ich das jetzt konkret mit Technologieeinsatz abbilden? Welche Technologien sind notwendig? Wie müssen, man sieht es hier rechts, dann entsprechende Schnittstellen zum Bürger, zum User ausschauen? Ist das eine App? Ist das ein Portal? Wie kann hier dieses Building Information Modeling eingesetzt werden, um hier die ganzen Informationen im Hintergrund auch aufzubereiten und zu tun? Vielleicht hier ein kleiner Zwischenstep. Natürlich wird es auch weiterhin die Einreichung vom Papier geben. Niemand will Bürger zwingen, sich mit CAD-Programmen und mit Business Information Modeling zu beschäftigen. Ich werde auch in Zukunft meine Baueinreichung mit dem Papier machen können. Die Idee ist aber hier ähnlich wie die Banken, hier auch in das Online-Banking hineingegangen ist von der Filiale, zu schauen, dass ein Großteil der zukünftigen Einreichungen über die nächsten Jahre halt elektronisch passieren wird, weil es sozusagen intern damit Vorteile zu erzielen sind, aber natürlich auch zum Bürger. Das Papier wird aber in den nächsten Jahren sicher nicht komplett abgelöst werden, das wäre illusorisch und will auch gar keiner. Die Frage ist nur, wie viel Prozent der Einreichungen passieren in Zukunft digital, elektronisch, dort wo für beide Seiten, also für die öffentliche Verwaltung und für die Bürger, oder für die anderen Stakeholder Vorteile sind, digital elektronisch eingereicht werden und wie viel wird es noch dann zukünftig in Papierform geben. Und wenn man hier einen vernünftigen Mix schafft für die Zukunft, dann ist das ganz vernünftig und für alle Beteiligten Vorteil bietet. Noch ein zweiter Punkt vielleicht ganz kurz dazu. Diese Visionspapier und dieses Service Design Katalog haben wir auch entwickelt, um sozusagen die Politik und die obere Stadtverwaltung, also das Management der Stadt Wien, an Bord zu holen, weil natürlich ist auch wichtig, dass die das mittragen. Und die beiden Dokumente sind meines Wissens nach inzwischen bis zur Frau Baudirektorin hinaufgegangen, Brigitte Ilke, und dort sehr gut aufgenommen worden, weil es ist ja wichtig, dass die ganze Stadt, nicht nur die Fachbereiche oder die Fachexperten dahinter stehen hinter solchen Projekten, sondern wirklich die ganze Stadt an einem Strang zieht und das Ganze umsetzt, weil im Endeffekt müssen dafür ja auch öffentliche Mittel verwendet werden, um das Ganze umzusetzen, und da braucht man dann sozusagen alle an Bord. Wir haben eins gelernt, dass dieser Service-Design-Katalog auch eine sehr gute Möglichkeit ist, gemeinsam über ein zukünftiges Bild zu diskutieren und sich dann auch sozusagen anzugleichen, weil hier sozusagen alle wichtigen Informationen drin sind, alle Aspekte aus den unterschiedlichen Beteiligten, aus den unterschiedlichen Fachbereichen, IT, Digitalisierung. Das ist sozusagen ein gesammeltes Werk aller dieser Dinge. Und wenn man dann einen Freeze macht und diese Dokumente dann sozusagen in Kraft setzt, dann ist das eine sehr gute Möglichkeit, ein gemeinsames Bild der Wirklichkeit zu haben, was jetzt nicht nur ein großes Bild auf einer Seite ist, sondern wirklich Dokumente, die man auch angreifen kann. Das ist vielleicht ein sehr spannender Punkt, den wir in der Digitalisierung gelernt haben, dass diese Service-Design-Kataloge am besten funktionieren, wenn sie in Papierform sehr hochwertig aufbereitet sind und nicht in digitaler Form. Das ist vielleicht so ein bisschen die Ironie des Schicksals, dass in den Digitalisierungsprojekten Papier ein ganz wichtiges physisches, haptisches Hilfsmittel ist, um hier entsprechende Fortschritte zu erzielen und Projekte dann auch erfolgreich zu Ende zu bringen. Ja, vielleicht noch gegen Ende hin, Sie sehen hier ein kurzes Bild, das war am Ende des Bootcamps, das wir hier durchgeführt haben, und ich muss sagen, das war auch ein sehr gutes gemeinsames Arbeiten, also da waren Leute von der MA37 dabei, man sieht auch irgendwie ganz in der Mitte hinten den Dienstleiter, Stellvertreter von der MA37, es waren Leute von uns natürlich dabei, die dieses Bootcamp geleitet haben, aber auch die Impulse für die Digitalisierung hineingebracht haben. Es war Leute von der MA01, aus der IT-Abteilung dabei, und gemeinsam hat man hier auch mit anderen Externen, es waren, weil ich es gerade links außen sehe, Experten von der Technischen Universität dabei, die sich hauptsächlich mit diesem Business Information Modeling beschäftigen und auch mit den künstlichen Intelligenz, und so hat man in einem möglichst heterogenen Team, aber auch nicht zu viele Leute, gemeinsam versucht, diesen Sollprozess zu entwickeln und hier auch diese ganzen Visionen zu machen, und das ist jetzt auch das Team, das weiterarbeitet.
Sie sehen, wir haben hier dafür extra auch einen Roll-up gemacht. Das heißt, bei diesen Digitalisierungsworkshops, die auch Innovationsworkshops zum Teil sind, ist es ganz wichtig, diese entsprechend vorzubereiten, durchzuführen, weil alle Leute einen Tag zusammenzubekommen, das ist nicht einfach. Und wenn man das schon mal hat, dann soll man das dann auch bestmöglich nutzen und versuchen, sozusagen hier die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen. Ja, also das war der Workshop und das Team. Und ja, möchte vielleicht noch kurz einmal zurückgehen auf den Service Design Katalog, weil wir hier auch versuchen, nicht nur die Informationen, die es gibt, einzuarbeiten, sondern unsere Leute gemeinsam mit der MA01 und der MA37 hier auch versuchen, ein bisschen out of the box zu denken, ein bisschen gemeinsam mit den Leuten nachzudenken, ja, wie kann die Zukunft ganz anders ausschauen? Welche Prüfverfahren in Zukunft sind denn wirklich noch notwendig? Welche Prüfverfahren müssen rein manuell von Menschen erledigt werden? Welche können gemischt und erledigt werden, wo Menschen durch Technologie, Algorithmen oder andere Dinge unterstützt werden einzusetzen, aber auch welche Teile braucht man überhaupt nicht mehr oder kann man komplett digitalisieren und ersetzen. Hier sind natürlich die Potenziale am größten und hier haben wir auch gelernt, dass es natürlich mit den Leuten, die heute in diesen Prozessen beschäftigt sind, auf der einen Seite sehr spannend ist, über die Zukunft nachzudenken, wie kann ein Sollprozess ausschauen, wie kann eine Vision ausschauen, auf der anderen Seite natürlich auch für diese Leute sehr schwierig ist und man muss sie da unterstützen, wie kann man am allerbesten darüber nachdenken, wie können einzelne Prozessschritte ganz anders funktionieren, wie kann man einmal abgesehen von dem Ist auch im reinen Soll denken und ein Mittel, das uns hier am besten gefallen hat und was auch am besten funktioniert hat, ist die Vorab-Visualisierung, so wie wir es hier rechts gemacht haben. Wie kann denn nun so ein Prüfverfahren mit einem neuen Portal ausschauen? Abgesehen von dem, wie es jetzt ist, sondern wie kann es wirklich in Zukunft ausschauen? Was ist dort notwendig an Informationen? Wer kann diese eingeben? Welche Prüfverfahren sind dann überhaupt noch notwendig? Was muss geprüft werden? Wie muss es geprüft werden? Auf der einen Seite, um den Prozess optimal, das Soll abzubilden, aber natürlich auch auf der anderen Seite, um alle juristischen und legislativen Dinge hier zu berücksichtigen, weil wir befinden uns hier natürlich auch in einem Baurecht und in einem rechtlichen Rahmen und der muss natürlich auch weiterhin eingehalten werden. Also es ist der Unterschied, ob ich in der Privatwirtschaft ein digitales Service entwickle, wo sich dann Konsumenten oder Kunden damit, ich will jetzt nicht sagen spielen, aber beschäftigen, oder ob ich in der öffentlichen Verwaltung bin, wo ich einen ganz anderen gesetzlichen Auftrag und Rahmen habe und natürlich auch andere Dinge, die dann auch nachvollziehbar geprüft werden müssen, dort noch vorhanden sind. Ich möchte vielleicht noch ganz kurz ein Beispiel erzählen, was man auch außerhalb der Abbildung von klaren Prozessen machen kann oder passieren kann. Wir haben uns in dem, man sieht hier in der Mitte oben 4.1, Anrainerrechte sichern, auch mit den Anrainern beschäftigt. Muss man sich vorstellen, es gibt irgendwo ein Bauvorhaben und es gibt natürlich auch Personen, die sozusagen in der Nähe wohnen und mit dem Bauvorhaben in einer nicht so positiven Form zu tun haben, belästigt werden, Lärmbelästigung, Veränderungen, was auch immer. Und was es heute überhaupt nicht gibt, ist diese entsprechend einzubinden im Sinne einer Bürgerpartizipation und während der Erarbeitung dieses Prozesses und dieses Service-Design-Katalogs sind wir drauf gekommen, naja, da wäre doch nicht unspannend, wenn man auch die Anrainer hereinholt und sich gemeinsam überlegt, wie könnte man denen optimale Services bieten. Natürlich kann man hier nicht aufmachen und alle mitreden lassen, das wird nicht funktionieren, weil es immer Leute gibt, die gegen alles sind. Aber wie kann man trotzdem im Sinne eines Bürgerpartizipationsverfahrens Anrainer hereinholen in Bauvorhaben, besonders in größere, komplexere? Wie kann man sie ihnen auch eine Plattform geben, wo sie sich informieren können? Wie kann man ihnen eine Plattform geben, wo sie auch ihre Meinung äußern können? Und wo vielleicht auch die eine oder andere interessante Fragestellung, Idee entsteht, die in diesen Prozess eingebaut wird. Und hier ist man jetzt so weit, dass man wirklich dort hineingeht und sagt, naja, wie könnten dieser kleine Prozessschritt an einer Einbindung, den wir heute halt machen müssen, weil er gesetzlich vorgeschrieben ist, wie könnte der in Zukunft ganz anders ausschauen? Und dann passieren zwei sehr spannende Dinge. Das eine Ding ist natürlich, dass sozusagen wirklich hier Bürgerpartizipation stattfindet.
Die andere genauso spannende Sache ist aber natürlich, dass hier sozusagen auch ganz neue Möglichkeiten entstehen. Ja? Die Leute einzubinden, zu informieren in so Digitalisierungsprojekte, die meistens sehr abstrakt gingen, auch für sie erlebbar machen und hereinzuholen im Sinne von, naja, so kann das ausschauen und wenn es jetzt ein neues Bohrvorhaben ist, dann gibt es hier eine digitale Plattform oder eine elektronische Plattform, wo du deine Meinung äußern kannst, wo du dich informieren kannst, wo du auch Fragen einbringen kannst und wo die Bürger dann insgesamt mehr eingebunden werden. Und wenn man sich jetzt vorstellt, ein Beispiel, man nimmt irgendein größeres Bauvorhaben im Zentrum von Wien her, wo größere Stadtbereiche umgebaut werden, wo es ja immer das Problem gibt, wie binde ich jetzt die Bürger ein, dann ist auch diese Baueinreichung ein vernünftiges Vorhaben, wo sozusagen alle Stakeholder eingebunden werden können. Ich möchte vielleicht noch einen zweiten Punkt herausgreifen, wo das Thema Digitalisierung am weitesten fortschreiten kann, den Punkt Gebühren und Abgaben berechnen und vorschreiben. Irgendwo zum Schluss nach so einem Bauvorhaben muss ja das Ganze dann auch vergebührt werden. Die Leute müssen ja für diese Dienstleistung der Stadt natürlich auch zahlen, diese Baueinreichung, dass die gesichert durchgeführt wird. Und das sind Dinge, die man hochautomatisiert machen kann. Weil ich glaube, keinem Menschen oder Mitarbeiter der Stadt Wien macht es wirklich Spaß, Rechnungen zu schreiben, zu kontrollieren etc. Und zwar ist es für mich einer der schönsten Beispiele für Digitalisierung in der Realität und in der Wirklichkeit, weil alle Informationen, die es ja bereits gibt, müssen ja nur zusammengetragen, kontrolliert werden und dann in ein Formular oder eine Rechnung eingefügt werden und diese versandt werden. Das ist, glaube ich, ein Schritt, wo Menschen keine sinnvolle Tätigkeit haben, sondern das durchaus automatisiert und von Technologien oder Algorithmen gemacht werden kann und sozusagen den Leuten wirklich Arbeit abnimmt. Ein großes Ziel, wir haben es ja ganz am Anfang gesehen, ist natürlich die Effizienz zu steigern und die Magistratsbeamten zu entlasten, ja, dass sie qualitativ sich mehr um die Inhalte kümmern können und dass viele manuelle Routineschritte, ja, die sehr einfach zu machen sind, ja, dann sozusagen von Technologien, von IT-Systemen erledigt werden, wo man auch sozusagen dem Bürger neue Möglichkeiten in die Hand geben kann. Ja, soweit eigentlich mein Vortrag über das Projekt Brise in Wien, Digitalisierung der Baueinreichung. Ist eins für mich sehr schönes Beispiel, wo man öffentliche Verwaltung gemeinsam mit anderen Beteiligten wie Architekten und Ziviltechnikern gemeinsam einen End-to-End Prozess digitalisieren kann. Ja, und unser bescheidener Beitrag ist dort, das Ganze zu begleiten und mitzuhelfen, wie aus Ideen dann konkrete Lösungen für die Zukunft werden. In diesem Sinn darf ich mich ganz herzlich bedanken für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, und wenn es dazu noch Fragen gibt, jederzeit gerne. Danke vielmals.